Ich würde hier gerne die Folge anfangen, Alter. Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark Storytime. Mein Name ist Nico, der Profi. So, jetzt reicht, es reicht, du bist raus. Die ganze Folge bist du jetzt weg. Tut mir leid, aber wer nervt bei der Moderation? Dem ist wirklich auch nicht mehr zu helfen. Was geht? Es geht weiter mit Ark Storytime und ich hab gebaut zwischendurch und eingefärbt und so, weil das war ein Kommentar da, von wegen kannst du mal zeigen, wie man einfärbt und bla und blub. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, Leute, wenn wir schon so viele Fundamente haben, ich meine natürlich Artefakte, dann können wir die doch auch mal zeigen. Ich werde aber noch das umstellen, das kommt hier rüber. Ich glaube, wir bauen das einfach hier auf, weil das ist cooler, wenn das nicht direkt am Gewächshaus angrenzt. Dann ist es nämlich ganz dunkel hier und das Ganze wird nur beleuchtet durch die Artefakte. Das könnten wir also auf jeden Fall schon mal heute machen. Wir könnten aber auch andere Sachen machen. Zum Beispiel ein Megatherium-Zähmen. Und damit wir Megatherium-Zähmen können, das würde ich gerne in der Base machen, müssen wir uns ein Quetz-Zähmen, Quetz-Solo-Zähmen machen. Bestimmt richtig Spaß. Habe ich noch nie gemacht. Und ich würde dafür eventuell ein Tapijara-Zähmen vorher, weil da können wir, glaube ich, von ausschießen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und richtig gesehen habe vorhin. Und vor allem würde ich ganz gerne mal anfangen, den Cooking-Pot zu machen. Ich glaube, das machen wir als erstes, weil na, wir haben das Metall nicht. Verdammt. Es fehlt Metall, deswegen will ich es nämlich machen, weil die ganze Zeit Metall fehlt, um das Ding zu machen. Andere Sache. Oh mein Gott, ein Brachiosaurus. Ein anderer Kommentar hat gesagt, yo, hol dir doch einfach mal die Skins für den Brachiosaurus und zieh die auf die Brontos drauf, weil sie cooler aus. Ja, mir ist das ja komplett egal, wie die aussehen. Also zumindest die Brontos. Deswegen könnt ihr jetzt einfach oben entscheiden, Bronto-Skins oder Brachio-Skins. Also Bronto normal oder Brachio. Einfach mal abstimmen, dann machen wir das. Ich würde sagen, als erstes holen wir uns mal erstmal ein bisschen Metal, Leute. Damit wir diesen dämlichen Cooking Pot machen können, müssen dafür leider nochmal einige Pinguine wegklatschen und dann können wir den bauen und dann haben wir das ganze Metall für uns und dann können wir auch oben das alles wegsetzen. Und dann geht's auch an Quetz, ne? Dann werden wir schön Quetz zähmen, damit wir uns ein Megatherium holen können. Und eigentlich waren die doch immer irgendwo Tapijaras und jetzt, wo ich einen brauche, ist keiner da. Aber Nico, du hast doch gesagt, du willst keine Megatheriums zähmen, sondern nur Rexel. Absolut korrekt und es könnte sein, dass ich eventuell das Ursprungspärchen verloren habe, was wir mal hatten, was wir mühevoll gezähmt haben in einer Folge und ich weiß nicht, warum das weg ist. Es stand außerhalb der Base. Tot ist es jetzt nicht. Zumindest konnte ich das nicht feststellen im Todesfeed. Könnte sein, dass ich das selber mal umgebracht habe, aber ich dachte, brauchen wir nicht mehr. Sag mal so, damit lag ich ein bisschen falsch. Denn wir hatten jetzt zwar unser Zuchtpärchen, aber die hatten schon Mutationen drauf und die war auf Hunger. Es hat sich immer noch die Mutation von dem Hunger übertragen, aber keine neue gebildet, was mega belastend ist, weil ich habe da irgendwie 30, 40 Rex-Eier ausgebrütet und die hatten alle noch die Mutation auf Hunger, sogar halt eben gestackt, aber keine neue Mutation drauf bekommen. Deswegen möchte ich gerne ein neues Zuchtpärchen haben, das auf 0 von 0 Mutation steht auf beiden Seiten. Damit wir dem Ganzen aus dem Weg gehen, wir können eigentlich für die Bosse halt die Dinos nehmen, die dafür am besten wären. Und wie wir das denn in der Tech-Höhle machen, gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und hier ist noch einiges an Metall. Da ist es nachgespawnt. Oder habe ich das noch gar nicht benutzt? Oh, 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 oh. Nee, Freund. Dödis werden hier in Ruhe gelassen. Die werden von uns verteidigt. Es wird kein Dödi getötet. Es gibt einfach auch Agentarwisse, ne, die überhaupt keinen Respekt mehr haben. Ich arbeite hier gerade, verdammt nochmal. Ich muss Metall holen. Ich habe höhere Ziele, ja? Ich kann mich jetzt hier nicht mit deinem Kladderadatsch beschäftigen. Pass mal auf, du. Sag ich doch. Schluss. Weg. Ich guck gerade mal rüber in die Kamera. Also auf dem zweiten Bildschirm. Es ist super ungewohnt, mich ohne Cappy zu sehen. Und ich bestehe ja auch nur aus Stirn. Halb Mensch, halb Stirn. Alter, was ist da denn schiefgelaufen? So, 1463 Metall sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Dass wir zumindest mal jetzt diesen blöden Kochtopf herstellen können. Und dann sollte auf jeden Fall noch genügend überbleiben, dass wir auch noch dann dieses Kladderadatsch, dieses, ne? Dass wir diesen Artefaktraum umstellen können. Kommen wir jetzt zu dem größten Spaß, den die Menschheit je gesehen hat. Wir werden wohl oder übel jetzt wieder ein paar Kairoku-Eier nehmen müssen. Denn wir brauchen noch etwas Polymer für diesen Kochtopf. Wir machen es nur für den Kochtopf, das ist klar. 163 Polymer brauchen wir jetzt noch. Und der Moshops hilft ja nicht wirklich. Ich sehe nichts mehr, danke. Dieser blöde Parasaurus da draußen, ne? Hätte vielleicht doch eins nach dem anderen nehmen sollen. Ah ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da sind jetzt wie viele Polymer rausgekommen? 2. Sollte sich vielleicht doch wachsen lassen. 24 aus 6 kleinen Pinguinen. Das ist nicht so lohnenswert. Und da blutet mir das Herz. Vielleicht sollten wir doch nochmal ins Schneebium gehen. Oder wir lassen die ein bisschen größer wachsen. Damit wir eventuell mehr rauskriegen. Ich kann mir vorstellen, dass wir aus den ganz kleinen nicht so viel einfach rausbekommen. Sollten wir die vielleicht doch ein bisschen wachsen lassen. Dann schmeiße ich die mal hinten in diesen kleinen Raum rein, den wir letztes Mal gemacht haben. Dann könnten wir jetzt Quetzerjagd machen oder das einmal alles umstellen. Ich würde sagen, wir stellen das aber alles einmal um und können dann natürlich sehr schön die Folge beenden, indem wir den Quetz gezähmt haben. So, schön alles hingestellt. Jetzt wieder alles aufsammeln. Gar kein Bock. Aber es gibt jetzt zum Glück diese wunderschöne S-Plus-Pistole, mit der wir einfach alles aufheben oder kaputt machen können. Wir heben einfach mal auf.
mal den ganzen Kletterradatsch einfach mal hier hinten auf der anderen Seite auf. Ja, die sind jetzt grau. Die müssen wir halt nochmal wieder einfärben. Das ist aber nicht so das Problem. Wie viel muss ich denn nehmen? Die andere Seite eigentlich. Digga, was hab ich denn jetzt hier gebaut? Oh, das sieht ja komplett nach Müll aus. Oh nein. Komplett wahnsinnig, dass es da hinten die ganze Zeit so aufblinkt. Ist hier Feierabend drin. Rein, alle rein. Ich komme auch oben rüber. Ich komme hier irgendwie rein. So. Los! Au. Ja, 200 IQ. Krass. So, Freunde. Wie ich sehe, sind sie im Boden fest, ja? Ruhe. Hat die attackiert mich? Ich brauche eine Rampe. Ich sag mal so, alles hat seine Grenzen, ne? Alles hat seine Grenzen. Ich sehe nichts mehr. Picken die sich jetzt gegen? Was soll denn? Warum picken die sich denn jetzt gegenseitig auf? Was passiert übrigens mit Tieren, wenn man die zu lange einsperrt und die nicht artgerecht gehalten werden? Dann hauen die einfach die Köpfe. Was habe ich nur getan? Jetzt sind die so mega sauer auf mich, dass ich die auch nicht mehr auf mich prägen kann, damit sie dann ruhig bleiben, wenn ich sie abschieße. Seid ihr noch böse? So, ich muss mal wieder den Preis für meine Dummheit bezahlen. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein und machen jetzt hier alles fertig. Schluss jetzt hier mit lustig. Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Ihr könnt ihn nicht töten. Zu stark für euch einfach. So, irgendein Pinguin ist da noch draußen. Komm mal her hier. Verdammt nochmal. Was ist hier draußen los? Hä? Komm her. Alles klar. Eins gegen eins. Eins gegen eins, wenn ich hier rauskomme. Brauchst du auch gar nicht wegrennen. Oh, die hatten selber organisches Polymer mit dabei, das, was die aufgepickt haben. Das ist ja ganz nice. 200 IQ. Nächstes Mal einfach selber machen lassen. Dude, dann knallen wir mal das ganze Poly einfach rein. Wir machen jetzt diesen S-Plus-Gucker mal eben schnell. S-Plus-Gucker wahrscheinlich auch, ne? Industriekocher in der S-Plus-Version, damit wir das Ding auch aufheben können. Ist eigentlich auch egal, ich hab's umgestellt, ich kann jetzt alles aufheben. Weil ich jetzt nicht einsehe, dass ich die Artefakt-Sockel nicht wieder aufheben kann, wenn die 80 Obsidian kosten. So, wollen wir da mal hier... Boah, da passt er ja exzellent hin, nur. Ich stell das mal alles so ein bisschen eben schnell hier oben, damit das auch hier hinpasst, ne? Damit da auch der Industriekocher sein Plätzchen findet. Da steht jetzt einfach alles mal auf der Kabellage drauf und dann müsste theoretisch das Ding daneben passen. Ist alles ein bisschen eng, macht aber nichts. Ist egal. Der Kühlschrank hat nämlich die ganze Zeit auch noch aus der Wand hinten rausgeguckt. Das haben wir damit jetzt aufgefixt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur irgendwie noch Wasser rankriegen an den Cooking Pot hier. Mensch, hab ich da Bock drauf, du. So, ich werde hier gleich zum Kasper. Wie geht denn jetzt der Kram hier? Ich sehe halt nicht, wo die blöde Leitung lang... Ah, oh, das ist doch wieder... Ich kann die doch direkt da ranklickern. Ich will doch nur Wasser an den Kochtopf haben. Ah, guck mal. Ha! 200 IQ. Einfach mal von der anderen Seite rangehen. Wow. Und wenn wir jetzt da hinten, wo ich natürlich in weiser Voraussicht schon so eine, ne, das nennt man hier, Kreuzung, da gelassen habe, können wir das damit verbinden. Wo ist denn jetzt das Rohr? Da. Okay, let's go. So, dann können wir doch jetzt ganz einfach mal hier die Leitung legen. Freue mich schon drauf. Das hat letztes Mal so viel Spaß gemacht. Hat so viel Spaß gemacht, eine Leitung zu legen. Kann der PT mich noch tragen? Ja, das ist super. Der ist sogar so schwer, dass er langsam sich bewegt. Das ist sehr geil. Also jetzt wirklich. So, ist das jetzt hier schon eine Linie? Das sieht mir fast so aus. Denn rechts Level 206 wurde killed von dem rechts Level 2... Was? Hä? Wo? Warum? Das ist ein Witz. Ich möchte die gerne hier lang haben, Alter. Ich habe den Verdacht, dass das nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Digga, ist das hier eine Karnevalsveranstaltung? Oder warum geht denn das jetzt nicht? Das muss auch funktionieren. Und ja, ich sehe gerade, dass es auch flexible Dinger gibt, aber ich werde das jetzt mit diesem Ding hier machen. Wir werden es da jetzt mit hinkriegen, wie jeder normale Ark-Spieler auch. Das ist flexibel angeschlossen und warum ist jetzt hier kein Wasser? Warum wird es hier nicht blau? Was soll das? So, es geht. Wir lassen es jetzt so... Es geht. Ja, egal. Aber es geht. Wir machen jetzt in die Wand rein. Das läuft jetzt voll, glaube ich, so langsam, aber sicher. So, zumindest drin ist es fertig. Wir können das mal eben anstreichen. Dazu brauchen wir einfach nur diese Lackierpistole. Die müssen wir mit schwarzer Farbe füllen und dann können wir quasi lackieren. Wenn wir hier direkt den Maustaste drücken, seht ihr hier über mir, ne, welche Farbregionen aktiviert sind und so. Ich glaube, wir können alle aktivieren bis auf die 5. Wenn mich nicht alles täuscht? Ja, weil dann bleiben die Knöpfe nämlich noch silber. Also die Knöpfe, die Nieten. Und dann sprayen wir eben einmal alles schwarz an. So sieht der ganze Lack dann aus. Theoretisch müssen wir den Boden auch noch ersetzen und auch aus Metall machen. Aber dann würde es halt unten irgendwie komisch aussehen. Deswegen, der Struggle ist real. Ich glaube, wir lassen das einfach so und hauen jetzt einfach mal die Artefakte hier alle nochmal rein. Und wie immer gibt es eine schöne Leiter zur Hilfe, die wir einmal benutzen werden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das gemacht habe. So, haben wir wieder einmal alles hergestellt, wie es war. Ich habe jetzt einfach mal die
habe jetzt einfach mal die Artefakte links und rechts hingestellt. Ich finde es ziemlich nice, weil dadurch wird der ganze Raum nur durch die Artefakte beleuchtet. Gerade nachts ist es halt mega cool. Ich hoffe, dass hier irgendwie noch der Tech-Generator mit reinpasst. Das wäre so der Plan irgendwie. Wir werden nach und nach dann die Artefakte rausnehmen, wenn wir sie halt benutzen für die Bosse. Wir haben ja aber jedes Artefakt zweimal. Wir werden, glaube ich, wir holen einfach nochmal jedes einmal so und dann stelle ich die hier hin und passt das. Wir können dann tatsächlich auch irgendwo hier die ganzen Trophäen hinhängen, wenn wir die Bosse gemacht haben. Das wird auf jeden Fall ziemlich nice, haben wir so unseren Trophäenraum. Mega gut. So, mein Vorschlag ist, dass wir das Ganze mit dem Agi machen, jetzt auf den Tapejara erstmal verzichten und damit ich mich nicht tot suche, nehmen wir einfach das Erstbeste, also ne, nehmen wir nicht das Erstbeste, was wir kriegen können, sondern suchen uns tatsächlich das Beste raus. Und das dürfte der 140er sein, ich habe vorhin schon mal geguckt. Da fliegen wir jetzt einfach hin. Vielleicht sollte ich vorher noch einen Sattel craften. Ganz ehrlich, ne, wer in die Kommentare geschrieben hat, ich soll mir die Schnecken zähmen, damit ich Zement bekomme. Absolut bester Kommentar. Ich dachte, ach komm, machst du nicht. Die ganze Zeit, ich wusste es auch, dass ich die machen kann für Zement und so und dachte, ach komm, lohnt sich gar nicht. Für die kurze Zeit kannst du auch dann die Biberdämme mal plündern. Ja! Jetzt konnten wir aber gerade den Quetzal nochmal deswegen machen. Richtig, richtig gut. Dankeschön. So, da ist doch hier der junge Herr. Ich glaube, es ist tatsächlich ein... Nein, das ist er nicht. Der ist Level 10. Dafür bin ich nicht hier 400.000 Kilometer geflogen. Da vorne ist er. 140. 23 in Movement Speed. 38 in... Ja, nee, ist klar. 38 in Essen. So, jetzt gibt es folgende Möglichkeit. Ich lasse jetzt den Agi einfach so ein Stück liegen, schieße mich jetzt ran und pfeife ihn jetzt mal, so dass er halt ein bisschen fliegt. Beziehungsweise pfeife ihn jetzt auf Angriff und kann jetzt selber, glaube ich, raufschießen. Oh ja, 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 das wird der komplette Chaos. Ich glaube, das wird nichts. Wir sind auch über... Oh nee. Neutral. Wir fliegen woanders hin. Da ist halt ganz gut. Ich glaube, ich sollte den Fallschirm aktivieren oder so. Das sollte angeblich das alles ein bisschen stabilisieren. Das geht ja komplett nach hinten los. Ich aktiviere den Fallschirm, das soll das stabilisieren angeblich, habe ich gesehen in einem Tutorial. Tutorial meine ich. Hinterher da. Wir pfeifen den nur hinterher. Wir lassen nicht angreifen. Man kann es auch mit Angreifen machen. Wir machen es mit Angreifen. Es ist einfach auch zu viel Wasser hier in der Nähe. Nein, ich habe meinen Agi getroffen. Nicht, dass ich den noch Torpor hier mit den Shock Darts. Okay, was sagt der Torpor? 3200 von 17.000. Oh Gott, da habe ich mir aber auch was vorgenommen, ne? Geil wäre, wenn der Quetz jetzt durch einen Redwood fliegt oder so. Das wäre ja auch komplett heavy dann. Apropos Redwood. Oh nee, Kollege. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Du fliegst da nicht rein. Ich habe auch keine Narkosemittel mitgenommen, ne? Schlau wie ich bin. Also Redwood ist halt gefährlich jetzt. Wir drehen mal kurz ab. Aber eigentlich müssen wir hinterher. 11.000 Vorporte. Oh nee, jetzt ist mein Fallschirm weg, weil er mich auf den Boden gezogen hat. Oh nee, jetzt ist es alles so super ruckelig. Ich sehe schon, wie die Tüler jetzt gleich aus dem Baum fliegen. Los, komm, weiter raus. Nee, nicht wieder in Redwood, nicht in Redwood. Okay, der hat 14k Torpedo. Wollen wir den jetzt hier kriegen? Ah, das muss jetzt werden, das muss jetzt was werden. Man muss weiter in die Richtung fliegen. Ja, der Vulkan ist gut. Irgendwo hier ist auf jeden Fall gut. Kollege, du fällst jetzt hier runter und fliegst nicht zum Wasser. Los. Ja. Er fällt. Wir fliegen einfach nur noch runter. Let's go. Alter. Verdammt, was ist los? Eieiei. Verdammt. Bleib stehen. Ich dachte, der Agi mich fast auf den Boden geslammt hier. Und tot gemacht. Eieiei. Ich möchte jetzt aber nicht riskieren, dass da irgendein Tier angelaufen kommt, mich angreifen will, dann den Quetz angreift und die Effektivität runtergeht. Nicht bei dem Aufwand, ey. Zumindest schon mal das Kibbel reinschmeißen, ein bisschen Narkose hinterher drücken, damit der gute Mann liegen bleibt. Ja, aber deshalb nach einmal Kibbel essen ist der schon halb voll. Das ist komplett Singleplayer-Einstellung mit mal 5 ist halt komplett GG. Aber ich will mich nicht beschweren, das ist gut für meine Aufnahme. Och nee, was soll das denn? Och, das ist doch kompletter Müll. Toll. 33 Level. Was für ein Schwachsinn. Aber ich baller den jetzt nicht nochmal um. Ich hätte Spikes drum bauen sollen, aber ey, wer kann das denn ahnen, dass dann Skorpion reinläuft und sich dann genau an dieser Stelle mit diesem blöden Hyänen kloppen muss? Musste sein, ne? Natürlich. So, fertig ist das Ding. So, auf geht das. Ich habe schon mal ein Megatherium markiert, was wir jetzt noch mitnehmen werden. Ihr schnappt den Level 140er, kommt jetzt mit nach Hause. Es kann natürlich auch sein, dass das Zähmgehege da unten ein bisschen zu klein ist und dass er da auch rüberkommt. Aber, ja. Das sollte ausreichen. Er kommt gerade nicht rüber. Bauen wir gleich nochmal eine Riege rum, nicht, dass er irgendwie komplett durchraged und mich dann komplett weghaut. Das wäre echt so cool. Und dann würde ich sagen, schießen wir einfach mal drauf los. Liegt. Das war der letzte verzweifelte Angriff. Gezähmt. So, schauen wir uns mal die Werte an. 38 auf Gesundheit, 29 auf Damage, was gar nicht so verkehrt ist, glaube ich. Ich glaube, man will 31, 32 ungefähr haben. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Da haben wir einen guten Griff mitgemacht. Auf jeden Fall auf Gesundheit. Mega. Du kannst jetzt hier an dieser Stelle den Kanal abonnieren, wenn du das möchtest. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft dem Kanal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.